Ein neuer Tag ist begonnen. Mit so vielen Mädels zusammen zu sein, ich hätte gedacht, ich hätte damit mehr Probleme, dass man sich irgendwie mal auf die Nerven geht oder so. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir unterstützen uns. Also ich bin selber überrascht, dass man in so einer kurzen Zeit sich so verbunden fühlt und so vertraut das Ganze ist. Es ist wie eine Familie. Also wir fühlen uns sehr wohl hier. Ja. Die Ruhe gerade. Ich bin auch generell so ein Mensch, der so für sich alleine ist. Es ist wie gesagt ein Wettkampf und ich brauche eigentlich auch hier niemanden, weil ich hier für mich bin und nicht für meinen anderen. The sun is so strong, baby. Eigentlich wünsche ich mir, dass meine Models an ihrem freien Tag einfach entspannen. Elsa hat aber Redebedarf. Ja, also ich will gar nicht wissen, wenn jemand schlecht über mich redet, soll es mir gar nicht sagen. Soll es einfach hinter meinem Rücken machen, es passt uns schon. Und wir haben nur mal geredet und dann hat Coco gesagt, du, wir haben was gehört. Wir haben gehört, dass jemand gesagt hat, dass ich den schlechtesten Walk hatte. Und dann war vorbei bei mir. Wer hat das gesagt? Ich hab's einfach irgendjemand so gesagt, so aus Witz oder so. Und ich hab's einfach. Ja, aber es ist nicht mehr witzig, Alter. Es ist nicht mehr witzig. Nein, es ist nicht witzig, Mann. Es ist wirklich nicht witzig. Tatsächlich hatte ich mit Elsa darüber geredet, dass ich über 20 Ecken gehört hatte, dass. Jemand ist gefragt wurde. Ja, und wer war diese Bitch? Bin ich Gott? Ich weiß überhaupt nicht, wer das gesagt hat. Ich habe das auch nur über, wie gesagt, mehrere Ecken gehört. Ich kann auch jetzt nicht sagen, ey, Coco ist voll schlecht. Spaß. Und ich wollte auch keinen Streit vom Zaun treten. Das war überhaupt nicht meine Intention. Aber wenn ich das herausfinden sollte und sie es mir zugesagt, dann, dann weiß ich selber nicht, was ich da mache. Und dann habe ich halt gesagt und dann ist sie halt direkt aufgestanden und ist halt zur Gruppe gegangen. Also sie kam irgendwie raus und es ging darum, dass irgendwer irgendwas über sie gesagt hat. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden akustisch. Und sie wollte dann wissen, wer es war. Ich glaube, es fängt schon an mit einer Streiterei und bitte es nicht. Fängt langsam. Oh ja, es fängt einfach langsam an, wenn man ehrlich ist. Es fängt schon an. Aber so an sich, ich finde, das ist eine total legitime Frage, ja. Wenn jemand fragt, ja, was findest du denn? Wer war denn die Schlechteste, ja. Wenn man da einen Namen sagt? Das genau. Ist doch aber überhaupt die nichts muss ja gegen, es ist ja, genau nichts das gegen die Person. Ich halt. Und nicht da bei den anderen Mädels gehen, okay. Ich fresse ja keinen auf, sozusagen. Ich bin ja unnett eigentlich. Aber wenn es um Lästerei über meinen Namen geht und meinen Namen in den Mund nimmt, dann geht's gar nicht. Mir ist es egal, ob sie das gesagt hat. Nur, wieso. Sie hätte vorher zu dir gehen sollen. Ja, zu mir kommen sollen und sagen, hey, und dich jetzt zu einer anderen Mädels und sagen, bist ja, du da? Elsa ist sehr direkt. Also, sie sagt wirklich das, was sie denkt. Und ich glaube, ihr ist es auch ein bisschen egal, was sie sagt. Wie heißt du? Bei dir war es wirklich Ania. Ania, ja? Yeah? Sorry. Es ist so geil, Alter. Wie heißt du? In dem Moment, wo sie mich gefragt hat, wie heißt du nochmal, auch mit so einem nicht so einen schönen Ton, habe ich einfach so gedacht, Elsa, nicht vor der Kamera, sowas macht man einfach nicht. Und ich habe auch nicht drauf geantwortet. Die anderen haben für mich geantwortet. Ich habe ja Bauch, ich habe ja Gefühle, weißt du, ich erkenne diese Person. Aber jetzt kann ich noch niemanden so einschätzen, wer das war. Aber ich weiß nicht halt, ich kann, ich weiß halt jetzt nicht. Jetzt macht sie so eine Liste, so die ja, Person könnte sein, die hatte schon ein Interview. Und durch dieses, ich habe gehört, dass man gehört hat, dass dies, das, das, irgendwie kam dann so eine Riesenspannung und Elsa ist ja eine Frau, die sehr schnell explodiert. Na, aber ich finde es halt scheiße, weil ich glaube, diese Person hat Angst, es mir ins Gesicht zu sagen, weil sie weiß, okay, ich werde sie eh angehen. Okay, aber wenn jemand dir das nicht ins Gesicht sagen kann, dann zählt es nicht. Dann zählt es nicht, aber ich werde sie trotzdem mal angehen und jetzt sagen, Herr, was soll das? Ja, ja, ich will dann werde ich diese Person durch ganz Säule jagen, Alter. Durch ganz Deutschland. Ich
glaube, die wissen das, aber wollen es mir nicht sagen, weil die wissen, okay, ich werde sicher zu der Person gehen und sie anschreien oder sonst was. Sie hat niemanden, den sie vertrauen kann jetzt, weil sie weiß ja nicht, wer denn im Endeffekt was Wer von uns ist der Werwolf? Weißt du, was ich meine? Ist wirklich so. Wer ist von uns der Werwolf? Das kann eigentlich wirklich deine engste Freundin hier bei Germany's Next Topmodel sein oder beziehungsweise deine engste Konkurrentin und die kann das erzählt haben, aber du weißt es nicht. Also, das geht gar nicht. Und für mich, ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt blöd anhört, eine falsche Ratte. Wir sind so viele Frauen, das wird immer rauskommen. Vielleicht mit ein paar Mädels, mit zwei, drei Mädels, aber der Rest kann man nicht wirklich vertrauen. Reicht jetzt oder willst du es? Nee, es reicht schon. Ich hoffe, es reicht schon. Ich möchte jetzt nicht explodieren. Am liebsten. Also, hast du das Gefühl zu explodieren? Ja, schon. Aber jetzt passt gerade. Wer war das? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich war das auf jeden Fall nicht. Das können auch nur Gerüchte sein. Also ich habe mich sowieso nicht angesprochen gefühlt, weil wenn also wenn es nicht Heidi gesagt hat, dann interessiert es mich auch eigentlich echt nicht.